Herzlich willkommen auf dem Social Media Stammtisch hier bei der digitalen Woche im Landkreis Leer. Mein Name ist Jutta Martens, ich moderiere die digitale Woche und wir haben sozusagen Halbzeit heute. Mittwoch bis einschließlich Samstag geht die digitale Woche noch. Und bevor ich Ihnen meinen wahnsinnig interessanten Talkrundengast hier vorstelle, möchte ich einmal noch Matthias Grote zu mir bitten, der Landrat des Landkreises Leer. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Social Media Stammtisch, der heute in Form eines Interviews stattfinden wird. Wir haben Halbzeit, wie Frau Martens gerade schon gesagt hat, und eine spannende Woche. Halbzeit liegt schon hinter uns und viele andere interessante Veranstaltungen liegen noch vor uns. Ich muss sagen, wir haben einen guten Zuspruch gehabt. Wir haben die Zahlen des vergangenen Jahres wieder gehabt bei den Veranstaltungen. Und wir standen ja vor der Entscheidung, hier im Sparkassenhaus entweder eine Online-Veranstaltung zu machen oder gar nichts zu machen. Und alle sind zu dem Schluss gekommen, wir werden trotz Corona jetzt erst recht die digitale Woche digital stattfinden lassen. Und insofern freue ich mich, dass wir wieder hier sein können. Herzlichen Dank an die Sparkasse Leer-Wittmund, an Heinz Feldmann, aber auch an das Software-Netzwerk Leer, die auch geborener Partner sind, das dritte Mal mit dabei sind und die dieses hier ermöglicht haben. Digitalisierung, darum dreht es sich, was Chirurgie, Medizin mit Social Media zu tun hat, das erfahren wir gleich. Ich kann versprechen, es wird kurzweilig werden und das ist auch Sinn und Zweck der digitalen Woche, dass wir verschiedenste Personengruppen zusammenbringen, die Communities zusammenbringen. Es gibt das Thema Basics, wie sehen die aus, aber es gibt auch Expertengruppen und dass die beiden Gruppen zusammengeführt werden, das ist Sinn und Zweck der digitalen Woche, damit Digitalisierung gelingt und damit wir Digitalisierung weiter vorantreiben können. Trotzdem aber immer im Hintergrund haben und im Hinterkopf haben, Mensch bleibt Mensch, Maschine bleibt Maschine. In diesem Sinne wünsche ich uns heute Abend viel Spaß bei dem Social Media Stammtisch, heute in Interviewform. Vielen Dank, Herr Grote. Ja, neben mir sitzt Dr. Alexia Hoffmann. Sie ist plastische und ästhetische Chirurgin hier am Borro in Leer, hat 3 Instagram-Accounts, ungefähr 4000 Follower. Eine Chirurgin bei Instagram, das fanden wir spannend, darum haben wir Sie eingeladen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hoffmann. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde es auch sehr spannend und muss dazu sagen, dass ich das heute auch das erste Mal so mache im Rahmen eines Live-Interviews und freue mich total über den Support hier vor Ort. Bin gespannt, über was wir heute schnacken werden. Genau, viele kennen vielleicht Ihren Account noch nicht. Vielleicht können Sie einmal kurz beschreiben, welche Inhalte Sie da so posten. Ja, es ist so, ich habe Social Media liegt mir am Herzen, einfach darzustellen, was ich einerseits beruflich mache in verschiedenen Facetten, weil mein Beruf ist unglaublich facettenreich. Ich habe verschiedene Eindrücke aus dem letzten Jahr, seitdem nutze ich Instagram jetzt ungefähr, immer wieder auch mal online gestellt, in Interaktion mit Patienten, verschiedene moderne Behandlungsweisen, die wir hier durchgeführt haben oder die ich auch durchführe, zum Beispiel in Berlin, wo ich auch noch in der Praxisniederlassung tätig war. Und natürlich, und das ist mir auch immer wieder ein Anliegen, einfach Einblicke hier aus der Region. Ostfriesland ist so schön und ich habe 2 Hunde, ich gehe hier gerne am Deich spazieren. Ich liebe das auch einfach dann die Momente, ja, weiß ich nicht, so in Jemgum am Deich oder so abends noch mal einmal eben kurz über das Wasser zu blenden, das mitzuzeigen. Da kriegt man ganz viel herzliches Feedback und diese Kombi, das ist mein Instagram und damit kann ich, glaube ich, ja, viele Menschen erreichen und bekomme auch ein schönes Feedback. Ich gehe mal davon aus, dass viele Zuschauer jetzt gerade parallel einmal durch ihren Account scrollt und gucken und die werden sehen, es ist total bunt, es ist lebensfroh, ja. Also gar nicht so, wenn man mal so in die Klischee-Schublade schaut, wie man sich das so vorstellt, wenn man hört, ein Mediziner, eine Medizinerin ist bei Instagram, also es ist nicht steril, medizinisch, es ist irgendwie bunt. Genau, also das mit dem Klischee räumen Sie sozusagen auf. Ist das auch so ein Ziel, warum Sie das machen? Also ich denke, das ist definitiv ein Ziel, weil es ist eine plastische Chirurgie, ja, gerade auch in der Online-Werbung, ist häufig ja ein sehr klischeebehafteter Bereich, dem ich mich überhaupt nicht angeschlossen fühle. Ja klar, ich mache Ästhetik, ja, ich mache jetzt vor allem auch vermehrt Ästhetik, aber auch rekonstruktive Chirurgie und möchte gerne auch einfach die Menschen hinter den Behandlungen, die ich da durchführe, so zeigen, wie sie sind. Ja, dass eben ein normaler Mensch
auch eine ästhetische Behandlung in Anspruch nimmt. Vielleicht auch Leute, die vom Altersrahmen, wo man gar nicht denkt, dass die auch zum plastischen Chirurgen gehen, weil die eben auch rekonstruktive Eingriffe machen, sich dann auch auf Instagram mal zeigen, mit mir zusammen, ganz süß, mein ältester Patient, den ich auf Instagram mal vorgestellt habe, war 82 Jahre alt, mit einer Rekonstruktion, die wir eine Hand durchgeführt haben, hier auch bei uns im Büro in Leer. Und das ist was, was für mich dann das Wichtigste ist daran, dass man das wirklich ehrlich, transparent und möglichst einfach auch so darstellt, wie ich diese Medizin auch auffasse und die Philosophie auch zu meinen Patienten und einfach auch zu dieser, ja, geerdeten Bindung zu diesem Beruf. Sie haben mal eine kleine Umfrage, eine Studie, wenn man so will, bei Facebook auch veröffentlicht, die Sie selbst durchgeführt haben zum Thema plastische Chirurgie in Social Media. Was waren da so die Erkenntnisse, die Sie da gewonnen haben? Also es ist mir immer ein Anliegen zu versuchen, so ein bisschen diesem kompletten Klischee zu widersprechen und zu sagen, es ist einfach mehr als ja bloßes Lippenaufspritzen, es ist mehr als nur Kosmetik in dem Sinne, dass ich nur Dinge tue, die einen bestimmten Menschen ansprechen. Da hat man ganz viele Klischees im Kopf, da werde ich auch immer wieder mit konfrontiert. Und da habe ich diese Umfrage gestartet, gerade weil im Online-Bereich viele Informationen, gerade auf Social Media, von aus verschiedenen Bereichen kommen, die vielleicht auch den Menschen das ein bisschen so darstellen, wie ich denke, dass man das doch transparenter tun könnte. Und die Umfrage war interessant für mich persönlich. Alle Menschen, die daran teilgenommen haben, habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist, wie gesagt, auch was ich selber mache, wo ich wirklich selber auch diese Fragenkästchen ausfülle und dann mir auch gut überlege, was stelle ich da rein, weil ich natürlich auch wissen will, wer guckt sich das hier eigentlich an und finde ich da eigentlich auch Verbündete im Geiste. Es gibt Menschen, die sich einen klassischen Chirurgen auch, wie ich mich vielleicht darstelle, so echt, wie ich bin, aber vielleicht auch wünschen oder vorstellen können, ja, weil ich einfach nicht so diesem maximalen Klischee entspreche. Und das war ein tolles Feedback, was ich bekommen habe. Ganz interessant und auch viel hier aus der Region. War wirklich schön. Also wenn ich das so raushöre, ist auch Ihr Ziel so ein bisschen nahbarer für die Patienten zu maximal sein, oder? Maximal. Also meine Patienten sind für mich Menschen, ja, wo ich immer von ausgehe, was würde ich selber für mich wollen? Was würde ich für mich selber wollen? Ich bin jetzt 35 Jahre alt. Klar mache ich auch bei mir selbst ein paar ästhetische Behandlungen, habe auch schon ein paar Sachen in Anspruch genommen, wo ich ganz frei darüber spreche. Wo ich aber auch immer Patienten habe, die genau so zu mir kommen. Das sind Leute, die wie du und ich, die im Leben stehen, die sagen, ich möchte mir gerne irgendwie was gönnen, gerade für den Ästhetikbereich. Aber ich will auch wissen, was hat das für Risiken? Wie lange hält das? Wie lange falle ich damit für die Arbeit aus? Und wenn ich jetzt in 2 Wochen in Urlaub fahre, kann ich das wohl damit vereinbaren? Und dann reden wir wirklich Tacheles, sprechen ganz down to earth darüber, okay, was kann man als Behandlungsalternativen anbieten? Die sind alle modern und die sind alle auch schick und toll. Aber halt nahbar, echt und transparent, weil so würde ich auch behandelt werden wollen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben auch schon Behandlungen in Anspruch genommen. Ich glaube, Ihr zweiter Post direkt, haben Sie gepostet, irgendwie Ihre eigene Botox-Behandlung. Ja. Also das heißt, Sie geben auch ganz viel Privates so preis. Ne? Ja. Also Sie beim Yoga, auch beim Spaziergang, gehört das für Sie so dazu? Für mich ist das ein Moment, den ich gerne teile mit Menschen, weil ich echt der Auffassung bin, dass ich dadurch Leute erreiche, die sich vielleicht dafür interessieren, weil die vielleicht auch eine ähnliche Lebensweise haben, weil sie vielleicht auch irgendwie eine eigene Philosophie dahinter erkennen und einfach so mein Gesamtkonzept von dem Ganzen, von meinem Job zusammen mit meinem Privatleben, mit meinen Hunden, mit dem ich mache das als alleinstehende Frau irgendwie und mache das, was ich tue, so wie ich es tue, dann auch irgendwie finde. Ja. Dadurch habe ich einen bestimmten Menschen, der mich dann auch auf Instagram findet und wo ich mich dann immer wieder freue, weil ich da viel Feedback zu bekomme von Leuten, die genauso Yoga-verrückt sind wie ich oder von Menschen, die auch kleine französische Bulldoggen haben oder andere Hunden oder die sich hier auch mit der Region, mit Ostfriesland, mit Natur und dann eben auch für ästhetische Behandlung interessieren können, die aber alle irgendwie einen gemeinsamen Punkt haben, nämlich natürlich bodenständig transparent. Das ist so meins. Genau, Feedback ist ein wichtiges Thema, haben Sie schon angesprochen. Gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, was soll das, was macht die da? Ich habe Kritik erhalten, gerade am Anfang, als ich mit Instagram begonnen habe, habe ich viel auch vielleicht aus ähnlichen Berufskreisen einfach gehört, ja Mensch, das ist ja... das kann man ja vielleicht gar nicht so richtig in die Schiene nehmen, dass du damit wirklich wirbst oder wie willst du denn damit in einer größeren Szenerie bekannt werden? Und das war halt nie meine Idee. Meine Idee war das nicht. Meine Idee ist nicht, dass ich ein Hochglanz-Insta mache, wo dann Leute sich ein Hochglanzbild nach dem anderen angucken, sondern ich mag den Mix, ich mag das
einfach so darzustellen, wie es mir auch gerade irgendwie gefällt, wie ich gerade auch persönlich drauf bin, was gerade auch in meinem Leben passiert, so ein bisschen die Leute daran teilhaben zu lassen, wie mein Weg auch ist, ja, in der plastischen Chirurgie, weil ich bin sicherlich jetzt auch in verschiedenen Umbruchsphasen meines Lebens mit einer neuen Praxis in Nordhorn, wo ich einfach immer viel Feedback und Hintergrundinfo poste für die Leute, die vielleicht in der gleichen Situation sind, die aber irgendwie nie gedacht hätten, dass vielleicht auch ein Arzt mal sowas online stellt. Und da habe ich, klar, Kritik für bekommen am Anfang, aber jetzt habe ich bisher keine Kritiker mehr, die mich überhaupt auch interessieren, muss ich ehrlich sagen. Ja, sehr gut. Wo ich wirklich Menschen habe, die das einfach gut finden oder die sich dann halt nicht angucken. So sehe ich es halt auch. Mhm. Gibt es da einen Unterschied, das habe ich schon häufiger gehört, zwischen Instagram und Facebook? Von den Usern her habe ich jetzt auf Facebook nicht meine primäre Bühne, wo ich überhaupt irgendwas präsentiere. Das ist so, dass es an meinen Instagram-Account verknüpft und ich kann das, was ich auf Instagram hochlade, dann auch gleichzeitig mit über den Account bei Facebook teilen. Mhm. Das heißt, ich gehe auf Facebook eher selten und gucke da so ein, zweimal im Monat rein, weil ich sehe dann immer, da sind Menschen, ja, die schreiben mir was, die will ich natürlich nicht vernachlässigen, aber Instagram allein ist so zeitaufwendig, dass ich es neben dem Job einfach nicht schaffe, auch noch das Facebook zu managen. Du willst aber auch nicht ganz aus der Hand geben, weil dann ist halt mein persönlicher Diskurs mit den Menschen weg und das ist was, was mir da sehr viel bringt, wo ich immer wieder auch hier aus der Region einfach tolle Fragen kriege und Input. Aber da habe ich jetzt von Facebook und zu Instagram keinen großen Unterschied. Allerdings nutze ich halt wirklich 99% wirklich Instagram und kann dazu Facebook nicht ganz so viel sagen. Sie filmen und fotografieren und zeigen ja auch Patienten. Welche Reaktionen haben Sie da so bekommen, gerade am Anfang? Also grundsätzlich, wenn ich was mit einem Patienten darstelle, ist meine Grundintention erstmal, ich erkläre dem Patienten das. Ich sage, hören Sie mal zu, Sie haben hier einen schönen Befund. Wäre das für Sie möglich, und so spreche ich wirklich, dass wir das vielleicht einmal aufnehmen. Ich würde das vielleicht online stellen oder auch zu Werbezwecken nutzen. Und wenn die dann sagen, ja, dann sage ich, okay, gut, dann verlinke ich Sie da drauf. Ich zeige jedem Patienten vorher, was ich gefilmt habe. Ich zeige denen auch, was ich da in Text reinmache und wie ich dieses Video umsetze, weil ich gerne möchte, dass die mir, die vertrauen mir in dem Moment 100%. Und ich möchte gerne, dass sie das dann auch danach nicht irgendwie ein Gefühl haben, gehen nach Hause, als hat die irgendwas gefilmt, ich weiß gar nicht, was die jetzt von mir da online stellt. Mhm. Das mache ich mit allen Aufnahmen so. Und ansonsten ist es so, dass natürlich durch diese Darstellung ich immer versuche, eigentlich die Behandlung selber darzustellen. Möglichst so, dass der Mensch nicht als Stück Fleisch, als Ware gezeigt wird, sondern dass es um immer die Indikation geht. Also warum mache ich da überhaupt was ich da mache? Ich versuche auch die hochkomplexen Laserbehandlungen zum Beispiel, wo ich mit nicht ionisierender Strahlung arbeite und verschiedenen Wellenlängen, immer so zu erklären, dass die Leute, die sich das Video angucken, das dann auch verstehen. Damit natürlich der Patient ist dabei, wenn ich diese Erklärung mache und auch diese Erklärungsvideos filme. Mhm. Und der fragt mich natürlich währenddessen auch. Und so versuche ich auch diese Videos dann zu zeigen, mit die Fragen beantworten, die auch der Patient in dem Moment stellt. Und dadurch habe ich auch viele Detailaufnahmen, wo ich wirklich dermatoskopisch verschiedene Hautbefunde zeige oder auch einfach Gefäßveränderungen und dann versuche, das maximal Medizinische maximal einfach zu erklären, damit die Leute einfach verstehen, um was es geht, weil es ist schon sehr detailliert und sehr speziell, sehr moderne Laseranwendungen, die ich mache. Wenn man das nicht versteht, dann ist das schade, weil das ist eigentlich der Mehrwert von dem Ganzen. Fehlt Ihnen das oder fehlte Ihnen das so ein bisschen, bevor Sie damit angefangen haben? Sie sagten das gerade so emotional wie ein Stück Fleisch. Ist das so ein bisschen das Marketing, was Sie so abschreckend finden? Und haben Sie das deswegen gemacht? Ja, also es ist nicht deswegen gemacht. Ich habe es aber immer schon moniert, tue ich auch immer noch. Mhm. Ich mag das nicht, wenn man Patienten einfach nur als Produkt darstellt und dann sagt, okay, das ist das ist einfach nur das Ergebnis und vielleicht auch in einer Position, in einer Körperhaltung, die ich als Frau auch überhaupt nicht wertschätzend empfinde, wo ich sicherlich das immer als großen Kritikpunkt sehe. Das mache ich gar nicht und kritisiere das auch ganz offen, weil Menschen, wo es mir dann auffällt, ne, wo ich dann auch wirklich dann auch sage, sag mal, ey, ganz ehrlich, das muss jetzt ja wohl so nicht. Das versuche ich mit meinem Insta zu erreichen, also auf verschiedene Arten und Weisen Dinge darzustellen, auch den Menschen halt dabei wertschätzend, immer als Mensch. Als erstes als Mensch, danach als Patient und dann vielleicht auch als Erkrankten. Macht sie das zu einer besseren Ärztin, finden Sie? Sie haben mal irgendwie irgendwo gesagt, es ist halt emotional, intensiv, dadurch vielleicht auch etwas undistanzierter, aber nicht unbedingt schlechter. Also ich würde nie sagen, dass ich eine bessere Ärztin bin als andere Menschen. Ich denke, ich habe eine Philosophie, die auch viele andere Mediziner haben. Mhm. Nur nicht jeder zeigt das auf Instagram. Mhm. Viele Kollegen, egal welcher Fachrichtung, haben diese Einstellung zu ihren Menschen. Das ist einfach, Menschen sind, die man behandelt und eben nicht den Patienten. Und
für mich selbst ist das was, wo ich bei Social Media einfach immer sehr viel Wert drauf lege und da sicherlich auch diese Lobby vertrete. Ich gebe noch mal ganz kurz den Hinweis auch an unsere Zuschauer. Sie können gerne auch Fragen stellen, die wir dann hier diskutieren und beantworten können. Das noch mal als kurzen Hinweis. Während der Corona-Pandemie haben Sie und machen Sie auch immer noch Videos auch aus der Notaufnahme. Was hat Ihnen das gebracht oder warum haben Sie das gemacht? Also es ist ja so, ich habe jetzt bis Ende September beziehungsweise ja, Anfang September habe ich jetzt im Büro gearbeitet hier bei uns in Leer und bin jetzt in der Umbruchsphase. Das heißt, ich arbeite aktuell nicht mehr im Büro, mehr ins Hospital. Ich muss die Kollegen aufhören, muss ich sagen. Ist echt jetzt, ist wahr. Wir haben Anfang des Jahres durch Corona hier, finde ich, für mich persönlich irgendwie einen Moment erlebt, wo dieses ganz ruhige Ostfriesische doch irgendwie erschüttert wurde und wo man ich selber auch als Mensch, und ich bin ja Mediziner, aber trotzdem irgendwie mir unsicher war, was passiert jetzt, was kommt jetzt auf uns zu. Viele Mutmaßungen, die dann veranstaltet worden sind und einfach auch Unruhe. Und man merkt das als Arzt, ja, ich bin klassische Chirurgin, ich bin nicht die Internistin, die da steht und die den Corona-Notfallpatienten entgegennimmt. Aber es wurden Notfallpläne geschmiedet, es wurde darüber gesprochen, was ist denn wenn. Ja, es wurde auch über eine großflächige Versorgungsstruktur gesprochen, falls hier wirklich alles zusammenbrechen sollte. Und das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, dass auch vor allem die Patienten bei uns, die waren ja stationär und auf einmal gab es keinen Besuch mehr, dann gab es auf einmal Einlasskontrollen, dann wurden Hygienemaßnahmen maximal hochgeregelt und du kamst dir selber schon vor, wie in so einem depersonalisierten Bereich und das war vorher alles ganz familiär bei uns im Krankenhaus und auf einmal ist es so eine Outbreak-Situation, ja, wie man sich das eigentlich nie vorgestellt hätte, was passiert. Und dann hab ich mir echt überlegt, ich mache mit meinen Kollegen zusammen, gerade auch in der Notaufnahme, weil das die erste Anlaufstelle ist für Patienten in diesen Situationen, die dann auch vielleicht dachten, sie hätten Corona, dann hatten sie es doch nicht. Einfach mal ein Video von den Kollegen dort, was dort auch gerade aktuell in dieser Situation passiert und stelle das halt auf mein Insta und stelle das halt zumindest so online, dass das vielleicht über dieses kleine Publikum, was es da erreicht, aber schon ein bisschen helfen kann. Und viele Patienten haben sich dieses Video angeguckt und haben dann sich einfach so ein bisschen aufgehobener gefühlt. Ja, und es ging nicht darum, das Krankenhaus zu vermarkten, es ging nicht darum, irgendwie für unsere Branche zu werben, es ging einfach darum zu sagen, guck mal, es ist Corona, ja, so sieht es bei uns in der Notaufnahme aus und wir haben es aktuell echt im Griff. Ja, also macht euch jetzt gerade nicht solche Sorgen. Also Aufklärung, Transparenz, beides sozusagen total, als Ziel. Total. Und meine beiden Kolleginnen, die mit mir damals das Video gemacht haben, ist ganz spontan entstanden. Wir haben uns das nicht irgendwie überlegt, dass wir das irgendwie 3 Tage vorher schon geprobt haben oder so. Ich habe gesagt, weißt du was, Katrin Melina waren das. Wir machen mal zusammen irgendwie so eine kleine Aufnahme. Habt ihr Lust dazu? Ich hätte da total Bock drauf. Und dann haben die auch gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir es einfach umgesetzt. Einfach so, von alleine. So wie vieles einfach von alleine kommt, wenn man es vom Herzen macht. Und das war ein schöner Moment. Da war ich auch wirklich glücklich drüber, weil es ist so, wie es ist. Ich war da lange in dem Team integriert und habe dort auch in der Notaufnahme die Akutversorgung von auch wirklich Schwerstverletzten, gerade im handchirurgischen Bereich, mit durchgeführt, mit dem Team vor Ort. Und die Mädels waren immer da für mich und ich wollte in dem Moment einfach auch ein bisschen zurückgeben. Ich weiß, es gibt noch mehr solcher Geschichten, wo Sie gutes Feedback bekommen haben. Vielleicht können Sie uns da noch so ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich finde das ganz spannend. Ich weiß, es gibt so eine Geschichte mit einem Enkel. Ja, ganz süß. Ja, das war echt süß. Also das war so ein Moment, da habe ich mich auch echt drüber gefreut. Da hatte ich einen älteren Herrn, der war bei uns, hat sich wohl an einem Finger verletzt. Gibt es auch eine Story zu. Und dann mussten wir da diesen Finger operieren und eben dann in der Handchirurgie, die man in der plastischen Chirurgie macht, eben auch eine Defektdeckung durchführen. Und sein Enkelsohn, ganz süß, ist ja in Süddeutschland tätig, selber auch Handchirurg, in der Klinik dort. Und er hat sich mit dem Ewigkeit nicht mehr ausgetauscht und hatte dann natürlich auch irgendwie nicht die Möglichkeit, den in dem Rahmen so zu informieren. Und dann habe ich gesagt, Mensch, schauen Sie doch mal, ich kann ein Video machen, wenn Sie wollen. Wir schicken ihm das einfach mal. Sie können ihm das per WhatsApp schicken. Ja, was ist denn WhatsApp? Mache ich ja, weiß ich nicht. Ja, machen Sie mal. Ich so, ich kann das sonst vielleicht mal online. Sagen Sie mal, wie der heißt oder geben Sie mal die Nummer. Dann telefoniere ich mal mit dem. Ich meine, das ist ein Kollege, das ist sein Opa. Wie süß ist das denn? Und daraus habe ich dann so eine Instagram-Story, eigentlich primär die für den Enkelsohn gemacht, habe das dann auch nebenbei im Text erwähnt. Und habe mich einfach gefreut, dass ein 82-jähriger Mann so aufgeschlossen, dann auch so mit seinem Enkel weit weg aus Friesland irgendwo in Süddeutschland kommuniziert hat. Das war ein süßer Moment. Das war ganz, ganz niedlich. Das war sehr schön. Was haben Sie grundsätzlich so für einen Eindruck, wie die Ostfriesen so, also Sie haben ja ungefähr 4.000 Follower, das sind nicht alles Ostfriesen, aber Sie sind ja trotzdem sehr lokal in Ihrer
in Ihrem Konto sozusagen, in Ihrem Insta-Konto. Wie wird das so von den Ostfriesen? Was haben Sie da für einen Eindruck? Welches Verhältnis haben Ostfriesen zu Instagram? Also das ist was, wo ich mich immer wieder total drüber freue, wo ich auch jetzt hier sitze, in diesen wunderschönen Hallen der Sparkasse, wo ich einfach nur denke, sowas erwartest du nicht in Ostfriesland. Vielleicht nicht. Ja, wenn ein Außenstehender, der nicht aus Ostfriesland kommt, so über Ostfriesland nachdenkt, dann ist vielleicht nicht so ein Gebäude, so eine moderne Kommunikationsweise, so eine offene Art und Weise das Erste, was einem einfällt. Und das ist halt genau das, was Instagram in Ostfriesland macht. Die Menschen, die ich hier treffe online, das sind alles Leute, die sich informieren wollen. Das sind junge, genauso wie ältere Menschen. Und dieses ja bodenständige Naturverbundene, was irgendwie die meisten Leute, die ich hier zumindest kenne, einfach auch haben, das spiegelt sich darin auch immer wieder. Wo ich viele Tipps kriege, auch lokal. Manchmal schreibe ich in meine Stories: Mensch, ich fahre jetzt heute, weil ich jetzt ja in Nordhorn bald arbeite. Mhm. Ne? Das ist ja nicht mehr Ostfriesland, aber das ist eine schöne Ecke und das ist auch Nachbarschaft. Schreibe ich rein: Mensch, was kann ich denn da machen? Und dann kommen hier aus der Region irgendwelche Vorschläge. Ja, geh mal da in den Tierpark, geh mal dahin Eis essen oder wir waren jetzt letztens da und kriege ein Foto von Menschen, die ich persönlich gar nicht kenne, wo sie mit ihrem Hund in einer Heide stehen und sagen: Hier ist total schön. Ja, es ist einfach nett. Das ist total herzlich und ich schätze das echt sehr. Wirklich. Also Sie bekommen auch viel zurück, ne? Ja, ich bekomme so viel zurück und es ist einfach schön. Ich sehe gerade da, es gibt eine Frage aus dem Zuschauerbereich. Würden Sie aus Ihrer Erfahrung heraus auch anderen Ärzten empfehlen, sich in sozialen Medien so zu öffnen und zu engagieren? Also ich denke, dass man das in der modernen Medizin, ob als Niederlassung oder auch in einer Klinik angestellt, ich war jetzt die letzten 2 Jahre angestellt, als Assistenzärztin hier im Büro, habe aber nebenbei auch immer schon selbstständig gearbeitet in verschiedenen Praxen, vor allem in Berlin. Ich denke, dass man durch Social Media sehr viele Menschen erreichen kann, dass man das ganz zielgerichtet dort zeigen kann, wie man das auch möchte und vielleicht wie man ist. Ich mag einfach dieses Authentische sehr gerne daran. Ich finde jetzt diese reine Werbeform für meinen persönlichen Account nicht so ansprechend und würde es eigentlich jedem Arzt soweit empfehlen, der vielleicht diese Nähe auch zum Patienten sucht. Es ist allerdings auch arbeitstechnisch wirklich ein Aufwand. Also man verbringt da sehr viel Zeit mit, gerade wenn man dann anfängt, auch mal Videos zu machen oder vielleicht ein bisschen mehr Wert darauf legt, dass es noch ein bisschen schicker ist, dann muss man sich da schon so ein bisschen mehr reinfuchsen. Ja, und es gibt ja große Arzt-Accounts, ja, wenn man auf Social Media mal guckt, da gibt es brillante Kolleginnen auch, die da wirklich Accounts haben, wo ich denke, wow, ne, das ist schon überwältigend. Und natürlich ist dahinter dann auch immer jemand, der das mit betreut. Also wenn man das so wie ich macht, selbstständig und nebenbei, dann muss man auch wissen, macht viel Arbeit, aber das Feedback von den Menschen ist toll. Also mit einem echten Patienten über Social Media erst irgendwie eine Kommunikation zu haben, der sich dann einfach freut, dass ich mal einen Post gemacht habe zu Akne, wo ich spezielle Behandlungen anbiete. Und der dann sagt, ich habe sie auch im Internet oder habe sie bei Instagram schon angeschrieben und dann bin ich jetzt in ihrer Praxis. Das ist ein schöner Moment, weil man irgendwie schon eine andere Verbindung hat. Und ich weiß halt, dass dieser Mensch auch sieht, dass ich Yoga mache, dass ich Hunde habe, dass der irgendwie auch eine persönliche Verbindung vielleicht zu mir noch hat, außerhalb der Medizin. Und das freut mich dann immer sehr. Genau, das ist das, was wir eingangs so sagten. Ja. Ne? Diese Distanz wird dann etwas kleiner auch. Ne? Ja. Genau. Wir haben gerade schon einen tollen Social-Media-Moment gehört. Eine Frage gibt es noch. Was war Ihr Bester? War das Ihr Bester mit dem Enkel in Süddeutschland oder gab es noch andere? Es gab viele schöne Momente und es gibt jeden Tag wieder schöne Momente. Ich meine, das hier ist total schön. Ja, das wird auf mein Social Media gehen, denke ich schon. Und habe einfach immer wieder einfach Glücksmomente. Auch viele Momente, wo ich hatte ein Video, was wir gemacht haben, zusammen mit meinen Kollegen im Büro, jetzt kurz bevor ich gegangen bin, was wir jetzt für die Einschulung gemacht haben, die natürlich irgendwie auch von der Kirche begleitet worden ist. Eine Freundin von mir ist Pastorin und da haben wir ein Video gemacht. Da hieß es, die Kinder haben sich gewünscht, einfach dass man sagt, was einem Mut macht. Und da haben wir ein schönes Video zu gemacht. Ein ganz kurzer Clip, wo ich ja irgendwie auch sage, was ich beruflich mache und dann halt mit meinen Kollegen zusammen wirklich diesen kurzen Clip mich in deren Arme fallen lasse. Und das war echt ein echter Moment, wo ich mich einfach drüber gefreut habe, dass die das auch mal einfach mit mir mitmachen. Meine beiden Oberärztinnen, die da als gestandene plastische Chirurgin mit im Krankenhaus arbeiten, machen halt so ein kleines Video mit. Und da habe ich immer dieses Gefühl, ja, wir sind ein Team und wir machen das zusammen aus dem richtigen Grund. Und das ist halt wirklich so unser ernster Spirit dabei. Und das war ein schöner Moment, als ich das online gestellt habe und eben auch halt meine Kollegen dafür mit ins Boot gekriegt habe. Habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Die eine ist sehr kamerascheu und sie hat das mitgemacht, weil sie den Hintergrund auch kannte und weil sie sich einfach auch gefreut hat, dass wir was Gutes damit machen. Das ist ein tolles Video, das kann ich nur empfehlen. Schauen Sie sich das gerne an. Genau, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie verbringen viel Zeit damit. Ne? Das ist arbeitsintensiv, klar. Was würden Sie so sagen, wie,
wie zeitaufwendig ist das? Wie viel Zeit verbringen Sie über Instagram? Also es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich neben dem Job habe. Mhm, ne? Jetzt bis Ende des Augustes habe ich ja komplett im Büro gearbeitet. Mhm. Da hatte ich nicht so intensive Stories und habe vor allem versucht, das am Wochenenden einfach zusammenzuschneiden und dann eben auch einfach im Tag mal eben kurz, weiß ich nicht, eine Stunde dafür Zeit aufzuwenden. Wenn ich jetzt so wie aktuell ja im September frei habe und dann auch mir Mühe mache, wirklich versuche, solche Dinge wie heute zu illustrieren, so ein bisschen auch meine Umbruchsphase nach Nordhorn zu illustrieren, mhm. meine ganzen verschiedenen Interviews, die ich dann auch gebe oder wo ich auch mit Menschen mich treffe und wir einfach mal schnacken, das versuche ich auch mal so ein bisschen zu zeigen, wie viel eigentlich im Hintergrund passiert. Mhm. Ja. Dann verbringe ich vielleicht so 2 bis 3 Stunden damit. Ja. Alleine die Texte zu schreiben, ich mache das halt alles am Handy. Ich mhm. weiß, viele Leute werden sagen, oh Gott, ist die verrückt. Ich habe mir extra ein neues Telefon dafür geholt mit einer super tollen Kamera und auch verschiedenen Programmen, die ich dafür nutze. Das geht sehr gut, aber es ist halt auch detailverliebt. Ne? Die Texte, die da stehen, das ist das, was ich sagen möchte. Mhm. Und das ist das, was ich damit auch sagen will. Und damit muss ich mich einfach darum kümmern, dass es gut ist. Die Bilder versuche ich so hinzukriegen, dass die mich auch ansprechen würden. Und da bin ich immer sehr, das mache ich sehr bewusst. Mhm. Und wenn ich nicht die Zeit habe, das bewusst zu machen, mache ich es eben nicht. Und an den Tagen kümmere ich mich dann halt nur um vielleicht DMs und ein paar private Nachrichten. Da freue ich mich auch immer über Sprachnachrichten von irgendwelchen Menschen, die ich gar nicht kenne, die sagen, ja Mensch, ich bin jetzt hier gerade an der Glocke, das ist total schön, hattest recht. Das ist ganz cool, aber für mehr ist dann manchmal auch keine Zeit. Also sehen Sie nicht die Gefahr, dass es zu viel ist? Oder hatten Sie schon mal einen Moment, wo Sie gedacht haben, eigentlich müsste ich das jetzt oder würde ich gerne auf Social Media was machen, aber ich habe gerade einfach keine Lust oder keine Zeit und es ist zu viel gerade? Gibt es solche Momente auch? Ja, also es gibt Momente, wo ich denke, ich könnte das wesentlich detaillierter noch darstellen. Mhm. Und könnte das sicherlich noch ein bisschen einfach ja, ansprechender machen. Mhm. Und dann mache ich es nicht. Ja? Weil ich dann denke, okay, gut, nee, ich habe jetzt nicht die Zeit dafür, das so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Also wirklich, dass das den Flair hat, den Esprit, die Message auch damit verbunden ist. Und dann lasse ich sein. Und dann mache ich halt an manchen Tagen gar keine Stories, mache halt auch keine Beiträge, mhm. weil ich auch denke, das passt dann da nicht rein. Weil entweder ich mache das richtig gut, so wie ich es mir vorstelle, oder ich mache es nicht. Ist das auch so ein Tipp, den Sie allen geben würden, die jetzt gerade überlegen, ach, das könnte ich auch mal machen? Also ich bin ja kein Social-Media-Studierter. Da gibt es Leute, die haben sowas richtig gelernt und die machen das hauptberuflich, die einen dazu beraten können und alles Mögliche mhm. tun können. Aber als rein ja selbstgemachter Social-Media-Mensch, der das als Arzt macht, kann ich sagen, dass man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen sollte. Kommt bestimmt darauf an, was man macht, ja, aber man kann sich da sehr viel vernetzen, man kann sehr viel Menschen kennenlernen, man kann viel auch Aufklärungsarbeit leisten. Eine Freundin von mir ist Gynäkologin, die postet so tolle Ultraschallbilder und dann auch Bilder von verschiedenen, ja, vielleicht Brusterkrankungen, wo wirklich immer wieder darauf hingewiesen wird, Mensch, ab dem gewissen Alter geh doch mal zur Vorsorge. Und da steht dann nicht einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, Vorsorgeuntersuchung, sondern dann wird ein Befund erläutert mit ganz viel Herzblut, wo sie dann einen Ultraschall zeigt, wo einfach auch ein Laie das nachvollziehen kann. Und wenn man da auf sowas Lust hat, finde ich, dann kann man das gerne machen. Also dann kann man das auch, dann wird man sicherlich auch ein offenes Ohr für finden. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Es gibt noch eine Frage, gibt es auch kritische Kommentare? Das hatten wir am Anfang schon mal kurz angesprochen. Wie gehen Sie damit um? Ja, also ich hatte in letzter Zeit einen kritischen Kommentar bekommen, der wo ich das natürlich immer dann auch lese und wo ich dann auch denke, Mensch, wie differenziert ist diese Kritik? Ja, mhm. Wie konstruktiv ist die Kritik? Ist das ein Mensch, der sich dabei was gedacht hat und versucht, mich dadurch zu kritisieren und mich dadurch auch auf den richtigen Weg zu leiten? Oder ist das einfach jemand, der meckert und vielleicht in einem Ton mit mir spricht, den ich sowieso niemals irgendwie in einem Gespräch erwarten würde? Und da hatte ich so 2, 3 Kommentare auch, die halt so in die andere Kategorie fielen, wo ich dachte, okay, gut, ganz ehrlich, würde es im normalen Leben auch nicht annehmen, weil es ist keine Kritik, das ist einfach nur irgendwas ja Polemisches und auch wirklich, unelegant geäußertes, die lösche ich dann fertig. Ja, die Leute werden blockiert und dann will ich auch noch nichts davon hören. Wenn das was ist, wo jemand sagt, Mensch, in deinem Beruf, was du da machst, ist irgendwie, weiß ich nicht, das und das doch durchaus kritisch zu sehen, dann lasse ich mich immer gerne auch auf eine Diskussion ein. Aber davon gibt es nicht viele. Davon gibt es nicht viele Kommentare. Wenn es die gibt, freue ich mich drüber, weil dann kann man auch so ein bisschen mhm. reden, wenn man merkt, dass da ein Gedanke hintersteht. Ja, und man versucht irgendwie, den Diskurs zu suchen. Dafür mache ich das, ja, um einfach auch diese positiven Momente aus auch Kritikpunkten zu ziehen. Das finde ich total beeindruckend, dass Sie damit so umgehen. Ich glaube, das muss man auch erstmal können. Muss man das lernen? Wie lernt man das? Weiß ich nicht. Also ich sehe das einfach so. Ne? Es ist ein Moment, wo in dem Moment, wo ich in die Öffentlichkeit gehe, wo ich irgendwas von mir präsentiere mhm. und das anderen Leuten zur Verfügung stelle, dann
denke ich, ist das erstmal etwas, wo ich mich auf alles gefasst machen muss, wo ich abwarten muss, okay, was passiert. Und wenn ich dann positive Momente habe, freue ich mich sehr darüber. Wenn es negative Momente gibt, dann muss ich gucken, woran es liegt. Wenn es wirklich eine begründete Kritik ist, dann versuche ich mich zu orientieren, das auch zu ändern, weil ich denke, dass man dadurch einfach auch nachher ja, mehr sich selbst einen Gefallen tut, ne? Weil es gibt ja meistens Gründe für Kritik. Und wenn die angebracht ist, dann sehe ich es als positiven Moment und versuche das umzuwandeln in einfach eine weitere Stärke. Beeindruckend, finde ich. Noch eine andere Frage. Sollten auch Krankenhäuser Social Media aktiver nutzen? Vielleicht auch für potenzielle Arbeitnehmer? Also ich freue mich immer, wenn ich ziemlich transparente Beiträge sehe von Krankenhäusern. Gibt es ja schon, ne? Gerade in den Großstädten, da gibt es ganz tolle Accounts, wo ja die Kollegen auch aus verschiedenen Fachbereichen immer mal wieder was beitragen und wo wirklich so auch aus dem Leben des Krankenhauses gepostet wird. Und ich finde es eine gute Idee. Also ich finde es sehr gut. Soweit man das mit dem Arbeitsalltag entspannt vereinbaren kann, da kein Zwang und kein Druck hinter ist, da auch keine reine Werbemaschinerie hintersteht, sondern das eben authentisch und auch klar so ein bisschen durch den Mitarbeiter selbst gestaltet werden kann, dann finde ich es eine tolle Sache. Wem folgen Sie eigentlich auf Instagram? Also wer mich echt inspiriert, sind natürlich Kollegen. Ja, da sind einige. Da gibt es die Frau Dr. Berkay, das ist eine Kollegin aus Frankfurt, bei der ich auch persönlich schon vor Ort mit im OP war und wo wir ja, sehr viel Gedankenaustausch hatten, wo ich mich persönlich immer wieder für faszinieren kann, weil das einfach ja nicht nur faszinierende Medizinerin ist, sondern einfach auch ein Mensch, der mich sehr inspiriert. Ansonsten gibt es natürlich auch Kolleginnen aus Amerika, die mich sehr faszinieren. Da habe ich viele, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe. Der Dr. Bao Fan von Hawaii ist ein Kollege, der hat mich ja am Anfang in der Lasermedizin ganz viel unterstützt. Durch den habe ich viel gelernt. Und ansonsten sind das natürlich auch Fachverbände, ne, und Berufsverbände. Es gibt noch einen Kollegen, der Herr Dr. Allert aus Hannover. Das ist auch ein sehr Social Media aktiver, transparenter Kollege, der die ganze Bandbreite der plastischen Chirurgie dort darstellt, wo ich auch immer mich sehr darüber freue, wenn es da Posts gibt, weil das immer auch einen Lehrcharakter hat, einen aufklärenden Charakter und einfach auch sehr realistisch ist. Ja, und ansonsten habe ich ja vielleicht noch mal ein paar Modemarken. Aber davon nicht das so viele. Davon nicht so viele. Aber ich finde Instagram gerade für Menschen, ich habe auch teilweise Patienten, mit denen ich mich über Instagram vernetzt habe, weil ich natürlich dann auch deren Werdegang so ein bisschen verfolge. Ja. Eine Patientin ist jetzt gerade schwanger und hat da immer, da sieht man so ein bisschen diesen ganzen Weg, den sie jetzt geht, nach einer Makeover-OP, die sie hatte. Das ist schon toll. Also das sind so Sachen, die mich dann interessieren, ja. Also finden Sie, man kann Instagram oder auch Facebook, soziale Medien durchaus auch zur Weiterbildung nutzen sozusagen, ja, oder sich also einfach Leute suchen, die einen inspirieren? Ja, absolut. Man kann sich dadurch vor allem vernetzen, ne? Also wenn ich dann einen tollen Beitrag sehe von einer Kollegin, die Frau Eichhorn-Senz aus Berlin, die da also auch virtuos Nasen operiert, dann schreibe ich ihr auch zu ihren OPs und sage ich, Mensch, jetzt erzähl mal, wie hast du genau da dieses Spreader-Graft eingebracht? Und dann schreibt sie dir auch zurück, vielleicht nicht in dem Moment, aber du hast in dem Moment den Mehrwert, ne? Gerade wenn du dir auch als Kollege vielleicht mal diese OP-Post anguckst. Und das ist schon schön. Das ist echt schon, und das ist, ich meine, das ist ein Medium, wo wir so viel draus machen können, ne? Also man kann einen Blumenstrauß posten oder man kann eben auch in der OP-Aufklärungsvideos posten. Das ist einem komplett überlassen. Und das Feedback, was man dafür kriegt, damit kann man eben auch dann so umgehen und viel draus machen. Sie sind eine sehr leidenschaftliche plastische Chirurgin. Wo kommt das so her? Sie wollten ja ursprünglich mal Tierärztin werden, glaube ich. Ja, also meine Mama ist ja Tierärztin in Delmhorst und ja, ich bin sehr leidenschaftlich. Ich weiß, ich habe da viele Momente, wo ich vielleicht auch so impulsiv bin, dass es dann manchmal Leute auch schon fast verschreckt. Nein, also ich meinte das durchweg positiv. Ja. Also ich glaube, das braucht man auch, um das auch bei Instagram darstellen zu können. Ne? Also dass man jetzt nicht halt denkt, Herzblut, irgendwie, jetzt muss ich das auch noch machen, sondern das genau mit Herzblut. Ja, das ist echt Herzblut. Also meine Mama ist Tierärztin in Delmhorst, ist vor allem auch chirurgisch tätig. Meine Schwester ist auch Tierärztin in Berlin, ist auch vor allem chirurgisch tätig. Und die ersten OPs, die ich gemacht habe, waren halt wirklich OPs mit meiner Mutter bei ihr damals, ja, als ich angefangen habe, ja, da immer in der Praxis mitzuhelfen als Assistent. Und hatte auch ein eigenes Labor, hatte ein eigenes Röntgen. Das heißt, ich habe diese ganzen Maschinen damals auch gelernt, irgendwie mal anzuschauen und damit auch irgendwie umzugehen. Und war dann total fasziniert und habe da auch gesehen, wie meine Mutter, die ist jetzt 67, die arbeitet immer noch ihre 24 Stunden in ihrer Praxis, die hat sie seit 30 Jahren, wie die das einfach auch
wirklich macht und wie sie das lebt. Ne? Sie nimmt Fundhunde auf und die bleiben dann bei ihr und sie kümmert sich. Und ich frage immer so, Mama, Mensch, lass uns doch mal zusammen in Urlaub. Ja, ich kann nicht, ich habe dir nur Notdienst. Ich so, du hast immer Notdienst. Ja, aber es kommen jetzt heute Nachmittag Patienten und dann ist Sonntag, hat sie doch keinen Notdienst. Ja, jetzt kommt jetzt noch eine Patientin, die ist jetzt, die muss ich aber heute noch behandeln. Also die fährt jetzt bald in Urlaub. Also so nach dem Prinzip. Ja. Mhm. Die lebt das, ne? Die lebt diesen Job. Und das habe ich mich abgeguckt. Ich glaube, das hat mich einfach genauso infiziert, weil ich das einfach genauso fühle wie sie. Ja, also ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich aus Leer am Wochenende dann nach Berlin fahre. Andere sagen, oh Gott, wie kannst du das machen? So anstrengend. Und dann die Sprechstunde danach, herzliche Patienten habe. Leute, die mir Vertrauen schenken, die auch so ein bisschen in Gesprächen immer mal wieder ihr Herz öffnen, weil man einfach auch viel in der Ästhetik gerade über ja, persönliche Themen auch spricht. Und fahre wieder zurück dann hier an Deich und mache dann am Montag weiter im Büro. Ja, und das sind halt so die Momente gewesen, das geht nur mit Herzblut. Ich habe das nie gemerkt, dass es anstrengend ist. Ich merke es auch heute nicht. Es ist für mich einfach was, was ich lebe. Ja, und wo ich meine Auszeiten davon nicht als Auszeiten sehe und auch nicht als Work-Life-Balance, sondern als ja, Gesamtkonzept. Das passt einfach so zusammen, wie es ist. Finden Sie sich, also haben Sie das schon mal so als Feedback bekommen, dass Leute Sie inspirierend finden? Ja, das habe ich schon bekommen. Mhm. Da verstehe ich immer ehrlich gesagt gar nicht, warum ich die Inspiration bin, weil die Menschen, die mir das sowas schreiben, haben häufig selber ganz interessante Geschichten. Mhm. Ja, weil man natürlich da auch so ein bisschen ins Gespräch kommt. Ich habe mich jetzt gerade letztens mit jemandem unterhalten, der mich angesprochen hat, wegen einer ja, schweren Erkrankung, die jetzt gar nicht unbedingt in meinen Fachbereich fällt, wo wir uns einfach mal drüber unterhalten haben, ne? Weil das irgendwie so ein ja, emotionaler Moment war. Da hieß es auch, ja, du bist sehr inspirierend. Ich habe gesagt, Mensch, du bist doch selber auch total inspirierend. Das ist selber ein Mensch, der ja auch viel erreicht hat in seinem Leben und einfach auch mit einer bestimmten Einstellung und auch mit Tierliebe und Naturverbundenheit durchs Leben geht. Und dann freue ich mich natürlich immer zu hören, wenn Menschen finden, dass ich inspirierend bin. Was ich aber immer viel besser finde, ist, wenn ich dann merke, dass die Menschen merken, dass sie eigentlich genauso inspirierend sind. Mhm. Ja, und dass es dann zu so einer Win-Win-Reflexionssituation kommt. Das ist, glaube ich, gerade das Inspirierende. Das liebe ich. Das liebe ich. Das habe ich auch in der Sprechstunde ganz häufig, wo ich Patienten habe, die teilweise zum Beispiel Life-Coaches sind oder Fitness-Trainer, Personal-Trainer oder auch Motivational-Speaker. Ganz viele, ja, die dann in der Sprechstunde sagen, Mensch, Sie sind ja so eine inspirierende Person. Sie sind ja selber total inspirierend. Wenn wir uns hier unterhalten über ihre ganzen Geschichten, die sie mir so erzählen, dann ist das so ein, ja, so eine total tolle Synergie, die da entsteht. Und das ist ja immer wieder schön. Jetzt gibt es so eine kleine Zäsur in Ihrem Leben. Also Sie verlassen Ostfriesland, hatten Sie vorhin schon angedeutet. Sie gehen nach Nordhorn. Ja. Was erwartet Sie da? Was machen Sie da? Ja, also ich verlasse Ostfriesland echt weinenden Herzens, weil es ist einfach meine zweite Heimat geworden. Das ist wirklich so. Ich liebe es hier so unendlich. Ich liebe das Wetter, egal wie es ist. Und ich liebe auch die Menschen mit ganz vielen verschiedenen Facetten, die ich hier kennenlernen durfte. Und gehe jetzt nach Nordhorn. Ja, da ist es aber auch super schön. Und der Hintergrund, warum ich dahin gehe, ist einfach, weil ich mich natürlich dort auch so ein bisschen mehr in meine eigene Schiene dann verselbstständige. Nicht ganz, denn ich arbeite dort im MVZ als ja, angestellte Ärztin für das Euregio-Klinikum. Aber dieses medizinische Versorgungszentrum dort wurde lange Zeit jetzt von einem Kollegen geführt, wirklich über mehrere Jahrzehnte, der jetzt bald in Rente geht, wo ich dann die Nachfolge antrete und dann eben mein Spektrum dort wirklich aufbauen darf. Die Klinik glaubt an meine Vision, glaubt an die maximal modernste Laserästhetik und eben auch klassische chirurgische operative Maßnahmen, die ich durchführe mit ja, laserassistierten Absaugungen und ja, verschiedenen Straffungseingriffen im Rahmen vom Nordhorn im ländlichen Leben, ja, als ja, eigentlich klassischer Chirurg, denkt man so, okay, wenn du jetzt irgendwo hingehst, ne, außer Klinik, dann gehst du, weiß ich was, nach Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, ja, in die großen Städte. Und ich mache das bewusst. Ich gehe bewusst hier im Umkreis in ja, eine kleinere ländliche Region, weil es einfach schön ist. Weil die Menschen dort mit mir interagieren. Ich hatte da jetzt die ersten Gespräche auch mit lokalen, ja, verschiedenen lokalen Gleichgesinnten, die dort eventuell in ähnlichen Branchen tätig sind oder eben auch medizinisch. Und merke einfach, wie herzlich das ist. Ja, also maximal herzlich. Und wo ich da mit der Kleinstadt, glaube ich, mit meinen Hunden auch gut aufgehoben bin, als naturverliebter Mensch. Ich freue mich da auf ja, die kleinen Grachten. Ich freue mich auf die Anbindung an die Niederlande. Und habe einfach ja, Lust darauf, wirklich diese ja, maximal moderne Ästhetik, die ich mache, dann dort im ländlichen Rahmen total schön umsetzen zu können. Ich glaube, das wird toll. Zusätzlich habe ich da eine Kassenzulassung, das heißt, ich kann auch noch wirklich die medizinisch indizierten Fälle machen. Mhm. Ich kann da im Krankenhaus auch mit Kollegen zusammen die rekonstruktiven Eingriffe machen bei größeren Verletzungen, kann da auch wirklich noch mit als
plastische Chirurgen akut helfen, dass ja das Ganze, die Versorgung dort auch verbessert wird oder zumindest unterstützt wird durch meine plastisch-chirurgischen Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist ein Konzept. Das ist, glaube ich, ein Konzept, wo ich sage, da kann ich mich drauf einlassen und da habe ich Lust zu. Es gibt da auch schon ein neues Instagram, schön in Nordhorn heißt das. Ja, das habe ich einfach mal frei so genannt. Ja, ist perfekt. Weil ich was erwartet die Follower da so? Was machen sie da so? Also es ist so, dass ich auf dem Account natürlich gerne einmal zeigen möchte, was jetzt mit diesem MVZ passiert, wie da auch mein Ankommen ist. Mich erstmal selber darauf vorstelle mit meinem Werdegang und dann eben auch mit meinen Spezialisierungen, mit ja den verschiedenen Schwerpunkten, die ich auch habe, mit Eigenfetttransplantation und Brustaufbau und eben auch meinen Laserbehandlung. Und dann aber jetzt auch in Zukunft plane, so ein bisschen zu zeigen, das MVZ wurde jetzt komplett renoviert. Also wir haben da eine total tolle, moderne Location geschaffen, die aber trotzdem irgendwie ja nett bodenständig natürlich ist, ja, mit einem schönen Farbkonzept, und die Mädels, die dort arbeiten, also die wirklich auch im MVZ mit mir im Team zusammenarbeiten, sind so herzliche Menschen, und ich freue mich darauf, dann so ein bisschen die Geschichte vom MVZ auch in diesem Rahmen dort darstellen zu können. Das ist so mein Plan. Das ist jetzt wieder ein Account, den ich noch mit bespielen muss. Ich bin mal gespannt, wer da im MVZ vielleicht sich auch noch mit dran beteiligen will von den Kollegen dort. Werde da auf jeden Fall versuchen, auch so ein bisschen Insights zu geben in ja den Aufbau meiner ländlichen Ästhetik, die ich dann da durchführe. Das heißt, die Ostfriesen können Sie dann da weiterhin sehen. Ja. Das heißt, Instagram hilft auch so ein bisschen bei diesem Umzug, ne? Ankommen maximal, in Nordhorn. Ja, maximal. Ich habe mich da jetzt über Instagram definitiv schon vor Ort sehr gut vernetzen können. Es gibt da eine Dame, die macht sehr viel auch Social Media im Bereich Nordhorn und der Grafschaft Bad Bentheim. Das ist die Frau Sabine Nuffer, die eben mich dort nicht primär angeschrieben hat. Ich hatte gesehen, dass sie viel macht und habe ihr dann aber über Instagram geschrieben und gefragt, Frau Nuffer, Mensch, Sie sind doch dort lokal so verbandelt. Das scheint so, als würden Sie da Gott und die Welt kennen. Haben Sie nicht vielleicht jemand, der vielleicht für mich Dogsitter machen könnte? Ach, und dann hat sie mir halt unbekannterweise zurückgeschrieben. Das ist halt auch was ich hier so in unserer Regionalität so schätze. Ja, habe ich wohl. Ich schnack mal mit der und dann meldet sie sich bei Ihnen, und so ist gekommen. Und jetzt bin ich, bevor ich da überhaupt in der Wohnung angekommen bin, habe ich schon eine ganz, ganz nette Dogsitterin, wo ich dann weiß, meine Grisus, ja, so nenne ich meine Hunde immer, sind versorgt. Also schöner Moment. Auch halt in verschiedenen anderen Sparten, wo ich jetzt dort in der Innenstadt auch mal umgeschaut habe, ein fantastisches Kosmetikinstitut gefunden habe, was absolut geeignet ist für die Vor- und Nachbehandlung von gerade meinen ästhetischen Laserpatienten, wo ich mich auch primär erst über Instagram vernetzt habe und geguckt habe, was machen die da eigentlich, und dann gesehen habe, wow, okay, da muss ich mal hinfahren. Und dann war ich jetzt da und war halt total überwältigt. Und dann haben wir auch direkt ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos, einfach so, ja, wie es halt so kam. Und ich habe viel Inspo bekommen aus der Region. Es wurde mir gleich gesagt, ja Mensch, hier ist doch noch ganz nett, und da kannst du, wenn du zum Bäcker gehst, und da kannst du einkaufen gehen, das ist immer gut. Ja, man hat immer schon gleich das Gefühl, man kann auf einer privateren Ebene kommunizieren, wenn man sich darüber schon einmal vernetzt hat. Wann ziehen Sie um? Ja, Sonntag, ne? Da hatten wir ja richtig großes Glück. Ja, heute ist Mittwoch, also am Sonntag ist dann der Umzug geplant. Ja. Ich habe noch ein paar Kisten zu packen. Ja, ein paar Klamotten, die ich noch einpacken muss, die ich dann nicht zum Umzug, die ich jetzt heute noch trage. Und dann ist auch erstmal gut. Ja, und dann bin ich hier aus der Region, hier zumindest aus der Stadt, wohntechnisch erstmal verschwunden. Bin aber natürlich immer mal wieder noch mal hier vor Ort. Ne? Ich habe hier diverse Sachen, die ich auch vor Ort auch sehr schätze, wo ich einfach auch sage, da muss ich weiter hingehen. Also Sachen, wo ich einkaufe oder wo ich eben auch, weiß nicht, meine Freunde treffe. Und natürlich auch im Büro, ja, meine ehemaligen Kollegen, die ich ja auf jeden Fall noch mal besuchen werde. Immer mal wieder zwischendurch auf dem Kaffee. Ja, das muss wohl. Das heißt, so ganz aus der Region bin ich nicht. Aber Sonntag ist Umzug geplant, ja, und mir graut schon. Das kann ich gut verstehen. Ja, grau, echt schön. Von daher, es ist super. Ja, haben wir genau richtig die digitale Woche getimt und Sie genau richtig eingeladen. Vielen Dank, danke dass Ihnen. Sie heute da waren. Danke Frau Dr. Hoffmann. Und Sie werden jetzt bestimmt ganz viele neue Insta-Follower bekommen. Ja, hoffentlich nur nette Menschen, so wie immer. Sehr schön. Danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.